Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sweet Checker. Heute, das mache ich nicht so oft, ja? Heute gibt es was Weihnachtliches. Ich bin kein großer Freund von Weihnachten und auch nicht so ein großer Freund von dieser Süßigkeitenindustrie, die dann voll aufdreht. Also, was habe ich hier? Animations, Lebkuchen. Ist eigentlich auch ein super Mainstream-Produkt, ist es von Lidl. Ist ein Lidl-Brand. Und die machen sonst immer auch so ganz normale Schokolade, Nüssen und so weiter. Und hier scheint irgendwie auch was mit Lebkuchen und Nüssen drin zu sein. Knusprige Lebkuchenstückchen in einer Praline-Füllung mit winterlichen Gewürzen umhüllt von edler Vollmilchschokolade. Rote Verpackung. Weihnachtlich. Ho, ho, ho. Wie ich diese Zeit hasse. So, herauskommt. Also das ist so eine Magazinverpackung hier, ne? Ups. So ein Teil. Ripprap. Kinderregelmäßig. Okay, Lebkuchen, Gewürz. Hallo, da ist Alkohol drin. Irgendwas riecht jetzt so. Also, das schmeckt sowas nach Chemie. Also, knuspern tut es ein bisschen. Und eher so Nougat-Creme innen drin. Es schmeckt total künstlich. Also, boah, das geht gar nicht. Ich schmecke so, ja, so Gewürze, Lebkuchen, bla bla bla. Aber das Zeug das ist von BASF, also Entschuldigung, BASF. Also geht gar nicht. Also, gleich mal ausspülen hier. Also, Animations, Lebkuchen, bitte nicht kaufen. Kauft lieber einen Weihnachtsmann oder irgendwas anderes. Schaut euch mal die alten Ausgaben von letzten Jahren. Da habe ich ein paar Weihnachtsmänner getestet. Aber, nee, geht gar nicht. Und tschüss.